Moin Moin und willkommen zu Neuigkeiten bezüglich Exoplaneten und der Erforschung von Exoplaneten. Rote Zwerge hat man analysiert. Sie sind Milliarden Jahre lang aktiv. Das weiß man schon länger. Aktiv heißt, sie stoßen sehr häufig gewaltige Flares aus, die ungefähr in der Größe unserer Sonne sind. Allerdings macht das einen deutlich größeren Unterschied als bei unserer Sonne, da rote Zwerge eben sehr klein sind. Manche haben nur ein Hunderttausendstel der Strahlkraft unserer Sonne. Und ein Flare vergleichbar mit den Flares unserer Sonne ist dann natürlich für einen Planeten, der dann deutlich näher an dem Stern platziert ist, tödlich, wenn man es so ausdrücken möchte. Und Forschende der Universität Wien und des Instituts für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz haben nun zum ersten Mal die Zeitskala errechnet, in der ein erdähnlicher Planet seine Atmosphäre verliert, würde er um einen sehr aktiven Stern kreisen, wie zum Beispiel einen roten Zwerg. Die Berechnungen zeigen, dass der Verlust einer kompletten Atmosphäre eines erdähnlichen Planeten in der habitablen Zone um einen roten M-Zwerg, das sind die kleinsten roten Zwerge, in weniger als einer Million Jahre vonstatten gehen könnte. Eine Million Jahre, das ist ein Fliegenschiss. Nochmal zur Erinnerung, Milliarden von Jahren ist so ein roter Zwerg aktiv. Und was man noch herausgefunden hat, eine Sonne wie unsere Sonne, nämlich ein gelber Zwerg, hat auch so eine Phase. Das war bisher gar nicht mal so publik, aber auch eine Sonne wie die unsere hat eben ihre Phase, wo sie genauso energetisch und brutal mit ihrem Planeten umgeht wie ein roter Zwerg. Allerdings ist diese Phase nur sehr, 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 sehr kurz und beschränkt sich auf ungefähr eine Million Jahre. Nach einer Million Jahre waren die Gesteinsplaneten noch nicht mal richtig ausgebildet. Das heißt, es ist kein Wunder, dass unsere Erde das Ganze hier überlebt hat. Tatsächlich gab es eine gewisse Phase, wo die Erde gewaltigen Flares von der Sonne ausgesetzt war. Allerdings war die Erdatmosphäre damals noch ganz, ganz anders aufgebaut. Sie bestand aus CO2, Methan und Wasserdampf. Das waren die Hauptbestandteile. Und alle drei Gase haben es so an sich, die unglaublich energetische Strahlung, die durch diese Flares und durch die aktive Zeit emittiert wird, zu absorbieren und ins All abzustrahlen. Auch hier gibt es eine gewisse Grenze, da eine gewisse Absorption, das wissen wir ja von Treibhausgas, CO2 übrigens sind die anderen beiden, Methan und Wasserdampf, ebenfalls Treibhausgase, die erzeugen Wärme. Und die erzeugen deswegen sehr, sehr krasse Wärme. Tatsächlich ist in der Höhe, wo ungefähr die ISS schwebt, die Thermosphäre und die ist 1000 Grad heiß. Weil unsere Sonne täglich eine gewisse energetische Strahlung abfeuert, die Thermosphäre eben schluckt. Das ist nicht schlimm, die ISS kommt da trotzdem gut durch, weil die Thermosphäre nämlich sehr, sehr dünn mit Molekülen besiedelt ist. Das heißt, hauptsächlich ist da einfach gar nichts und wenn da Moleküle sind, dann sind sie eben heiß. CO2 ist da ein super Regulierer, weil es ein sehr, sehr schweres Gas ist, das nicht so einfach entweicht. Aber die anderen, die können eben, wenn sie alleine ohne das CO2 auftreten, leicht entweichen, weil sie dadurch, dass sie so heiß werden, eben leichter nach oben steigen, weil das Gas an sich nicht mehr so dicht ist. Bei unserer Erde ist das zum Glück eben nicht passiert, aber auf Planeten, die um rote Zwerge in der habitablen Zone kreisen, könnte das natürlich gefährlich sein. 100 Millionen Jahre später ist die Erde aus dem Schneider. Erst dann hat sich die Stickstoffatmosphäre gebildet, denn erst dann war die Erde richtig von ihrem Entstehungsprozess genug abgekühlt. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Seid ihr weiter an solchen Space News interessiert, die ich selbstverständlich immer pünktlich und akkurat darlegen werde? Stimmt in der Infokarte ab, die schon am Anfang angezeigt wurde. Falls ein paar nicht daran interessiert sind, geht es hier zu meinem Zweitkanal, der ist jetzt hier oben verlinkt und wird auch nochmal im Abspann eingeblendet. Dort können dann alle abonnieren, die an Space News interessiert sind und bis dahin sage ich immer lebensfreundlich bleiben. Planeten in der habitablen Zone um rote Zwerge werden es vermutlich sehr, sehr schwer haben und am Ende der heißen Zeit eines roten Zwergs vielleicht nur eine dünne Atmosphäre haben, falls sie nicht so lange durchhalten konnten oder der Stickstoff nicht nachkommen konnte. Hier ist ein interessantes Video eingeblendet von diesem Kanal mit der Möglichkeit, dass Planeten auch weiter weg existieren könnten und dass trotzdem dort Leben entstehen könnte, und zwar ohne Wasser. Wer das sehen möchte, einfach hier draufklicken. Ansonsten war's das von mir. Ciao.